Willkommen beim Mercedes in Burmach. Ich will euch heute kurz mal noch ein Ladegerät vorstellen. Das haben wir selber mehr als Zufall gekriegt. Bei einem gebrauchten Auto. Das soll auch wieder weg, weil wir haben ja unser SkyRC. Aber ich habe gedacht, komm, wenn das schon mal hier ist, kannst du da gerade mal auspacken, ein bisschen testen. Vielleicht interessiert sich ja jemand für das Gerät. Und zwar ist das von Apsima. Das nennt sich CCC iTouch. Also mit Touch-Display finde ich eigentlich ganz cool. Heute ist ja viel mit Touch, warum nicht auch ein Ladegerät? Und wir schauen mal auf die technischen Daten. Also Input, ganz normal, Charging 0,1 bis 10 Ampere. Also 10 Ampere ist ja schon recht ordentlich. 100 Watt Maximalleistung und Discharge 0,1 bis 5 Ampere ist auch ordentlich geladen werden können. Lipo, Lion, Lithium bis 6 Zellen. Lithium, Nickel, Au bis 16 Zellen. Und hat ein grafisches Touch-Display. Jo, mir steht hier. So, ich gehe drauf. So, dann wollen wir mal gucken. Jetzt sehen wir das Display nicht. Mal gucken, ob man das hier irgendwie für die Kamera sichtbar machen. Ja, wartet mal, So ich hole können mich wir mal das näher Display ran. gut erkennen. Wie gesagt, das ist Touch. Mit den Fingern drauf. Funktioniert einwandfrei. Und wir gucken jetzt einfach mal. Also gibt es einen Balancer-Modus. Das ist natürlich auch ganz praktisch. Hier im Menü kann man alles Mögliche einstellen. Temperatur, Cut-off, Safety Time Cut-off, so wie man das auch kennt von den anderen. Aber es ist natürlich ein bisschen komfortabler, weil Touch. Ja. Verschiedene Programmplätze können wir programmieren. Da will ich jetzt nicht alles gucken. Die verschiedenen Akkutypen. Gucken jetzt einfach mal im Lipo. Charge, Discharge und Store. Auch ganz cool. Charge kann man ja einstellen. Voreingestellt war hier einer von den Fluoreon-Akkus. Also man kann alles genau einstellen. Discharge und Storage-Modus. Wobei der Storage-Modus natürlich cool ist. Da wollen wir es mal probieren. Ja, nee, kann man nicht. Ich hatte nämlich schon gedacht, man könnte vielleicht dann die Voltzahl einstellen. Kann man aber nicht. Ist voreingestellt. Oder? Nee. Wäre auch. Doch. Also wir können die Endvoltzahl einstellen. Das ist natürlich ganz gut. Das geht nicht bei Lebenjahre-Gerät, weil da scheiden sich ja auch die Geister, was jetzt gut oder was die beste Lagerspannung ist. Ja, sonst von den Anschlüssen her. Hier haben wir einen Output-Bananenstecker. Wir haben den Balancer bis 6S. Hier ein aktiver Lüfter. Was ich ja schon bemängelt hatte bei dem kleinen SkyRC, da kein aktiver Lüfter drin ist. Ich hebe euch gerade mal hoch. Hier ganz normal Input, Netzstecker und andere Quelle, Temperatursensor, den man anstrengen kann und ein USB. Ja, also von daher, ich würde sagen, das ist eigentlich ein cooles Teil. Ja. Das war's schon, kurzes Review und Vorstellung vom CTC iTouch von Apsima. Ciao, bis zum nächsten Mal.